Dynamische Tests sind bestimmte Prüfmethoden, um Fehler in der Software aufzudecken. Besonders sollen Programmfehler erkannt werden, die in Abhängigkeit von dynamischen Laufzeitparametern auftreten, wie variierende Eingabeparameter, Laufzeitumgebung oder Nutzerinteraktion. Innerhalb der dynamischen Tests kennt man drei zentrale Testarten: die Blackbox-Tests, Whitebox-Tests und erfahrungsbasierten Tests mit ihren jeweils typischen Testverfahren, welche ich in weiteren Lesungen erläutern werde. Testverfahren werden zur systematischen Ermittlung von Testbedingungen, Testfällen und Testdaten eingesetzt. Die Verfahren unterstützen den Tester im dynamischen Test und können auf alle Teststufen eingesetzt werden. Wenn Testfälle erstellt werden, nutzen Tester in der Regel eine Kombination aus verschiedenen Testverfahren, um mit gegebenem Testaufwand die besten Ergebnisse zu erzielen. Die Verfahren können somit sicherstellen, dass das Verhältnis von Aufwand, das heißt Menge an Tests, und Nutzen, damit ist die erzielte Qualität gemeint, bestmöglich ist. Die Verfahren sind unterschiedlich intensiv. Dadurch kann der Aufwand entsprechend des Testobjektrisikos systematisch erhöht oder reduziert werden. Durch die Verfahren kann eine adäquate Überdeckung sichergestellt werden. Die Nutzung von Testverfahren in der Testanalyse, im Testentwurf und in der Testrealisierung kann von sehr informell, das heißt wenig bis gar keine Dokumentation, bis hin zu sehr formal reichen. Der passende Grad an Formalität hängt vom Kontext des Testens, unter anderem von Test- und Entwicklungsprozessreife, zeitlichen Beschränkungen, Informationssicherheit oder regulatorischen Anforderungen, sowie den Kenntnissen und Fähigkeit der involvierten Personen und vom eingesetzten Entwicklungsmodell ab. Es gibt sehr viele Testverfahren. Deshalb ist es wichtig, das beste Testverfahren für die konkrete Aufgabenstellung auszuwählen. Relevante Faktoren, welche die besagte Auswahl bestimmen, sind Komplexität der Komponente oder des Systems, die Kundenanforderungen oder vertraglichen Anforderungen, ermittelten Risikostufen und Risikoarten, die verfügbare Dokumentation über das Testobjekt, also die Testbasis, Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen des Testers bezüglich des Testens selbst und der Testfallableitung, die verfügbaren Werkzeuge, wie auch Zeit und Budget, ferner das verwendete Software-Entwicklungslebenszyklusmodell sowie erwartete Arten von Fehlerzuständen. Es gibt zwei Kategorien systematischer Testverfahren, das Blackbox-Testverfahren und Whitebox-Testverfahren. Manche systematischen Testverfahren tragen Züge beider Kategorien und nennt man dann auch Greybox-Testverfahren. Erfahrungsbasierte Testverfahren sind nicht systematisch, können aber systematische Verfahren ergänzen. Wenn ich hier über Testverfahren rede, dann meine ich typische Testverfahren, welche im Bereich der Testarten Blackbox-Test, Whitebox-Test eingesetzt werden. Der Blackbox-Test und Whitebox-Test, wie auch der erfahrungsbasierte Test, beschreibt eine Testart, kein Testverfahren. Verschiedene Testverfahren ergänzen sich gegenseitig. Das heißt, mit einem Testverfahren werden Fehler gefunden, die mit anderen Testverfahren nicht oder nur schwer gefunden werden können. Blackbox-Testverfahren finden in der Regel Verstöße gegen Spezifikationen. Whitebox-Testverfahren hingegen finden zusätzliche Funktionalität und es besteht hier die Chance, vollständig beispielsweise in ausgewählten Bereichen zu testen. Erfahrungsbasierte Testverfahren hingegen finden Fehler, die systematische Verfahren gerne übersehen. Das Gegenteil systematischer Testverfahren ist in gewisser Weise die MASPAR Case Study. Sollte eine Fehlerwirkung derart dubios sein, muss mit allen möglichen Parameterwerten die betreffende Methode, Funktion etc. geprüft werden, um die Ursache bzw. den Fehlerzustand zu finden. Blackbox-Testverfahren leiten Testbedingungen, Testfälle und Testdaten für das Testobjekt über eine Analyse der Testbasis ab.
welche beispielsweise formale Anforderungsdokumente, Spezifikationen, Anwendungsfälle, User Stories oder Geschäftsprozesse sein können. Diese Verfahren konzentrieren sich auf die Eingaben und Ausgaben des Testobjekts, ohne seine interne Struktur zu berücksichtigen, wie man im rechten Schaubild sieht. Sie konzentrieren sich also auf den Point of Control, den Anwendereingaben und den Point of Observation, den Systemausgaben, welche geprüft werden. Damit lassen sich funktionale als auch nicht funktionale Tests entwickeln. Diese sind geeignet, um Lücken zwischen den Anforderungen sowie der Realisierung der Anforderungen zu finden und Abweichungen von den Anforderungen zu erkennen. Die Überdeckung wird anhand der getesteten Elemente in der Testbasis gemessen und aufgrund der Ermittlungstechnik, die auf die Testbasis angewendet wird. Whitebox-Testverfahren oder besser gesagt die strukturbasierten Testverfahren leiten Testbedingungen, Testfälle und Testdaten für das Testobjekt über die Analyse struktureller Merkmale des Testobjekts ab, wie beispielsweise über die Architektur, den Feinentwurf, der internen Struktur oder den Code selbst. Wie man im rechten Bild erkennen kann, konzentrieren Sie sich auf die Struktur und die Abläufe innerhalb des Testobjekts. Bei der Entscheidung, ob der Test eher ein Blackbox- oder Whitebox-Test ist, muss man zunächst den Testfokus bzw. das Testziel ermitteln. Wenn auf dieser Basis eine interne Struktur bewertet wird, so liegt ein Whitebox-Test vor. Spezifikationen werden dabei oft als zusätzliche Informationsquelle genutzt, um das erwartete Ergebnis der Testfälle zu bestimmen. Diese Verfahren sind geeignet, um zusätzliche, nicht spezifizierte Funktionalität zu identifizieren und einen für ausgewählte Elemente vollständigen Test zu ermöglichen. Die Überdeckung wird auf Basis der getesteten Elemente innerhalb einer ausgewählten Struktur wie dem Code oder den Schnittstellen gemessen. Hierzu ein praktisches Beispiel, welches Blackbox und Whitebox-Testverfahren näher erläutert. Es geht hier um eine Flucht aus einem brennenden Haus. Die Personen auf dem Dach sollen aus dem Gebäude fliehen. Der Blackbox-Test stellt die Person auf dem Dach und am Eingang prüft der Test, ob die Person aus dem Gebäude kommt. Der Test wäre also bestanden, wenn die Person aus dem Gebäude entkommen ist. Der Whitebox-Test hingegen stellt die Person auf das Dach, identifiziert alle möglichen Fluchtwege und nutzt jeden Fluchtweg. Der Test wäre bestanden, wenn jeder Fluchtweg ohne Hindernisse genutzt werden konnte. Der große Unterschied zwischen beiden Testarten liegt im Testfokus. Während der Blackbox-Test sich nur auf Dach und Ausgang konzentriert, liegt beim Whitebox-Test der Fokus ganz klar auf den Wegen innerhalb des Gebäudes. Dach und Ausgang spielen dabei natürlich auch eine Rolle, haben aber nicht die Bedeutung wie im Blackbox-Test. Die erfahrungsbasierten Tests werden oft im Sinne einer eigenständigen Testart übersehen. Doch zwischen dieser Testart und dem Blackbox- und Whitebox-Test gibt es einen zentralen Unterschied. Die Testbasis dieser Testart sind keine Spezifikationen oder Architekturen, sondern vielmehr die Erfahrung der betreffenden Tester. Typische erfahrungsbasierte Testverfahren leiten also Testbedingungen, Testfälle und Testdaten für das Testobjekt aus Kenntnissen und Erfahrungen der Tester oder anderer Stakeholder ab. Diese Kenntnisse und Erfahrungen beinhalten die erweiterte Nutzung der Software, ihrer Umgebung, mögliche Fehlerzustände sowie die Verteilung dieser Fehlerzustände. Erfahrungsbasierte Testverfahren können Blackbox- und Whitebox-Testverfahren ergänzen und kommen häufig in agilen Entwicklungsmodellen zum Einsatz. Sie sind geeignet, um Fehler zu finden, die durch die systematischen Testverfahren übersehen werden, auch mit unvollständigen oder fehlenden Spezifikationen testen zu können und bei wenig Zeit schnell zu einem Testergebnis zu kommen.
Die Überdeckung ist schwerer zu messen als bei den systematischen Testverfahren. Bei einigen Verfahren kann dies gar nicht möglich sein.